Und man verband mir die Augen, führte mich, ich sah ja nichts mehr, raus, dirigierte mich raus, den Gang lang. Ich hörte Getrappel, also es waren noch mehr da, offensichtlich in Stiefeln. Und raus auf den Hof, dass das der Hof war, merkte ich an der nachtkühlen Luft. Und hin und her, und dann gab man mir einen Stoß. Und ich dachte, jetzt falle ich hin, aber sofort wurde ich in eine Wand geschleudert sozusagen. Also man stellte mich an die Wand. Ja, an die Wand stellen, dieser Begriff, den kennen wir ja. Das macht man mit jemandem, den man erschießen will. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich verwarf diesen Gedanken. Spielte sich alles in Millisekunden ab. Und während ich noch da stand, an der Wand, mit verbundenen Augen, hörte ich, wie jemand sagte, heute Nachmittag hat das oberste Gericht der Deutschen Demokratischen Republik Sie wegen schwerer Verbrechen gegen den Staat zum Tode verurteilt. Das Urteil wird jetzt vollstreckt. Haben Sie noch was zu sagen?